Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von, ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es keine neue Folge, sondern ein neues Format. Nein, es ist kein Format. Ich mache das nicht regelmäßig. Wir machen hier einfach mal mit, dann erkläre ich weiter. Wir haben hier die Eisflut. Das ist ein Event in Star Trek Online, denn wir haben hier Winter. Und ich hatte schon mal angefangen aufzunehmen. Das Problem ist nur, leider hat er da das Bild nicht aufgenommen. Das ist mir zu spät aufgefallen. Auf jeden Fall gibt es ein Winter-Event in Star Trek Online. Yay! Hier kommt keiner. Hallo? Schießt du jetzt mal? Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Ist tot. Ja. Und da gibt es verschiedene Events, in denen das ist so ein Winterkarte. Gebiet, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Dann klopfen wir da drüben hin. So. Oh, so weit wollte ich gar nicht. Das ist ja nett von den Snowmen. Ihr seht schon, dass hier so Schneeborg, assimilierte Schneemänner. Und fürs Besiegen jeder Welle kriegt man ein paar extra Dinger. Die kann man auch nur mit den Schneewaffen bekämpfen. Die Schneemänner. Die Assimilierten und auch die normalen. Und hier die Türme müssen ab und zu mal repariert werden. Ja, jetzt kommen sie alle vier Lanes runter. Ach, da unten schießt auch jemand. Der da hinten repariert nicht den Turm. Egal, wir kümmern uns jetzt hier drum. Kleiner Massenangriff. Und da bin ich eingefroren. Das passiert mit der Zeit, wenn man getroffen wird. Wenn oben die Lebenszeichenliste ein bisschen runter sinkt. Oder zu tief sinkt. Besser gesagt. Oh Gott, was für ein Riesenviech. Hilfe. Irgendwelchen Knistern. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Star Trek liegt oder an meinem Headset. Bin schon wieder eingefroren. Ja, das geht jetzt hier 10 Minuten lang so. Das ist ein bisschen dumm. Deswegen. Hallo? Ach, ich muss 2 Minuten warten noch. Ich wollte jetzt hier ein schönes Portal hinsetzen. Warum sind die so schnell? Alter, lass mich. Ich weiß, warum die so schnell sind. Alter, hier kriegt man gar nichts hin. Ah, wieder eingefroren. Aber es ist repariert, das ist auch lustig. Kommen die auch schon von da drüben, ey. So das. Bleibt bei euch. Eurer Seite. Hier will euch keiner. Ja gut, aber ich denke mal, wir machen jetzt mal hier kurz eine Pause. Das heißt, ich beende hier kurz die Aufnahme. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das hier mal vorbei ist. Weil ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant, mich hier kämpfen zu sehen. So, da sind wir wieder. Hilfe. Ja. Die Borgs sind besiegt erstmal. Ein paar Wellen. Und hier sehen wir das weitere Gebiet. Oben seht ihr 6 Eisflut, noch 25 Sekunden verbleibend. Ja, das Event ist eigentlich abgeschlossen, aber der Timer läuft trotzdem immer noch ein bisschen. Und hier sehen wir noch ein bisschen weiter. Da schwebt Q rum. Hier so ein bisschen gar nicht, wie Q aussieht irgendwie. Wenn ich irgendein anderer Q oder wenn es derselbe sein soll, wie aus der Serie, dann ein bisschen, ja, missgestaltet. Ah, auch schick. Na, hier kann man dann Sachen kaufen. Hier. Bam, hier bekommt man die ganzen Anziehklamotten. Oh, könnte ich mir wieder welche holen, wie ich hier sehe. Oder auch hier Waffen. Ja, genau, halt die Klappe für Rengi. Hier können wir auch Module holen, die habe ich mir noch gar nicht geholt. Krio-Impuls. Holen wir einfach mal eins. Bams, damit haben wir es. Der Russische haben wir nachher aus. Was kommt jetzt? Schneebadschlacht. Kenne ich gar nicht. Was ist Schneeballschlacht? Was ist das? Dieses. In dem Dorf da hinten? Das könnte sein.
Wenn es das ist, dann gucken wir uns aber erst noch was an. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Wir haben 2 Minuten. Das heißt, wir machen so lange noch das Wichtigste eigentlich in diesem Event, nämlich das hier. Wir machen ein Rennen. Akzeptieren. Muss ich ihn beenden. Weg da. So, nein. Oh Gott, diese Schuhe. Warum habe ich mir die überhaupt aktiviert gerade? Wir laufen mal zu dem Rennenleiter hier. Also schlittern hin. Und dann können wir ein Rennen machen. Gegen eine Spinne, wie es aussieht. Keine Ahnung. Das hat bestimmt einen ganz tollen Namen, das Viech. Ich habe aber keine Ahnung, wie es heißt. Packen wir mal die Waffen weg. Sieht besser aus. Und laufen hier eine Runde rum. Wie ihr seht, ist das nicht ganz so einfach. Ab und zu mache ich diesen Rolltrick nicht immer, aber manchmal ist es besser, wie ihr seht, wie man hier rumschlittert oder den Rollen macht. Es ist völlig egal. Kommt zeitlich vielleicht mit der Rolle sogar besser hin. Auf jeden Fall müssen wir schneller sein als die Spinne, die auch noch irgendwo rumläuft. Hinter uns. Da will ich jetzt aber nicht hingucken. Sondern wir laufen hier schön weiter. Die Schuhe bringen uns, glaube ich, in diesem Rennen keinen Vorteil. Da läuft sie. Kommt schon. Bestimmt, weil ich so ein bisschen abgelenkt bin durch dieses Reden. Aber wir werden das schon schaffen. Man muss einfach nur vor der Spinne im Ziel sein. Wir sind schon im letzten Abschnitt, wie man sieht. Wann man die Rolle macht, muss man so ein bisschen Gefühl haben, glaube ich. Manchmal lohnt es sich, so wie hier. Da läuft einer uns durch das Bild, das ist auch schön. Die Schneeballschlacht fängt in 17 Sekunden an, dann werden wir sehen, was das ist. Als müsste das mit dem Dorf sein. Hier zum Beispiel hätte die Rolle jetzt gerade nicht so gelohnt. Hier schon eher, also da der Schnitt ein. Hier mache ich es auch nochmal und gleich sind wir im Ziel. Nee, das kenne ich gar nicht. Schneeballschlacht. Hey, gewonnen. Wir müssen auf jeden Fall Schneemänner besiegen. Kenne ich gar nicht. Habe ich das immer verpasst? Oder doch, ich glaube einmal habe ich es gemacht, ganz am Anfang. Und dann liegt vielleicht an der Zeit weg. Weil ich selten um diese Uhrzeit online. So. Wo sind denn die restlichen? Hallo, Schneemänner? Da können wir auch mal die Gegend hier angucken, wenn wir Schneemänner suchen. Da unten sind wir gelaufen. Achso, warum ist übrigens das Rennen das Wichtigste? Wenn man da 40 so eine... Ach, da sind sie. Gutscheine oder Rufmarken oder was auch immer kriegt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall Marken für das Event. Treffe ich dich denn da? Ja. Und die sind wichtig, weil... Da ist einer. Damit kriegt man dann am Ende, wenn man 400 gesammelt hat, bekommt man einen ganz tollen Raumkreuzer, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das ein Kreuzer ist, aber auf jeden Fall ein Marineschiff. Wow. Ich bin doch kein Profi. Wenn ihr Profis sehen wollt, guckt euch andere YouTuber an, wie Speedy Games, glaube ich, heißt er. Die ich letztes Mal ja schon erwähnt habe, als ich das Star Trek Online vorgestellt habe. Der macht Profi-Videos, der kennt sich aus. Ich bin nur ein kleiner Noob in dem Spiel. Sollte auch ein bisschen auf die Zeit achten, jetzt weiß ich aber nicht. Ich muss... Nein, ich alleine zähle nicht. Das zählen alle, die besiegt werden, wie ich gerade sehe. Das ist gut. Hier sind doch welche. Ich muss hinter uns schauen. Von da unten. Sau. Und da kommt der nächste. Sehr gut, da ist noch einer. Ich sehe dich. Ja gut, ich sehe dich nicht, aber ich sehe dich als Ziel. Anzeige. Wo ist er denn? Da bist du. Bist du das? Oder bist du? Du bist das gewesen. Ja, was steckt sich hier? Ich sehe das schon. Kommt der nächste. Ja,
Die Schneemänner sind die Bösen. Ich hätte auch mal oben auf die Minimap gucken können. Da sieht man ja, wo die sind. Oh, hier sind doch der Angreifer. Aber hier zeige ich dir gleich mal mit dem coolen mit den Schuhen hier. Warte, hallo? Jetzt. Boing. Oh, guck mal da. Wir haben hier einen Bossgegner. Machen wir unser Portal hin. Cool, cool. Ach ja, da steht es ja, den gigantischen Schneemann besiegen. Ja, ich sollte auch richtig zielen und nicht lesen. Dann machen wir vielleicht auch mehr Schaden. Aber unser Portal macht ja auch Schaden für uns. Perfekt. Gab ein bisschen was. Oh, naja. Nicht überwältigend, aber gar nicht schlecht. Wo wir hier rumstehen. Hier gibt es auch noch ein Event. Warum das immer ausgeht, weil im Kampf kann man die Schuhe nicht benutzen. Können wir hier nochmal ein bisschen Gas geben und. Macht immer so eine Tricks dabei. Gibt so ein paar anscheinend. Noch ein. Andere Seite. Die macht auch einen Salto. Ich weiß aber nicht, wann sie den macht. Nein, da hüpft sie nur. Okay. Das kommt vielleicht durchs Lenken. Nehmen wir jetzt mal. Ja. Eigentlich sollte sie darüber hüpfen. Normalerweise sieht das auch ganz episch aus. Nochmal. Ne. Ja, gut. Na gut, lassen wir das. Also hier kann man aber auch Fischchen spielen. Vielleicht nehme ich das auch noch mit auf. Jetzt dauert aber die Schneeballschlacht noch. Ewigkeiten. Das heißt, machen wir erstmal Pause. Ich mache irgendeinen anderen Kram. Bis die Zeit abgelaufen ist. Oder nein, warte mal. Nein, warte. Wir haben noch was ich zeigen kann. In dem Winter-Event. Wenn ich immer hochkomme. Auto. Mann. Stellt sich auch manchmal. Ich mache die Schuhe mal aus. So. Außerhalb vom Eis läuft sich das dann ohne Schuhe doch besser. Wo ist es? Da. Hier können wir dann teilnehmen. Das ist eine kleine Instanz namens Winterinvasion. Da nehmen eigentlich immer relativ viele teil, deswegen startet das auch meist recht schnell. Spiel beginnt. Alle sind bereit. Aktingzeit ist 30 Minuten. Ach ja, wir haben auch einen Epoch, aber egal. Oder nichts raus jetzt. Muss so reichen, was ich zeige und ich hoffe, ich habe Ton. Ja. Ich habe gerade gedacht, hier. Ich nehme keinen Ton auf, aber doch. So. Ja. Some of the members of our town council are still trapped in the village. If you can rescue them and bring them back to my house, we can start giving those cold-hearted snowmen their just desserts. Oh, yeah, das machen wir doch. Snowballs and snow guns are the only weapons that will work in Gingerbread Colony. So if you don't have a snow gun handy, take a moment to stock up on snowballs. The baker known as Q likes to drop presents and candy throughout our village. As a reward for assisting us, you are welcome to keep any presents or candy you find. Ja, ihr konntet das in Deutsch hier unten mitlesen. Wir sollen einfach Schneemänner töten. Reicht denn? Mehr müsst ihr nicht wissen, mehr muss man hier auch nicht tun. Einfach alles töten, was euch vor die Flinte läuft. Wie das da zum Beispiel. Einfach immer draufballern. Immer drauf. Aua. Wo das denn? Normalerweise werde ich hier nicht umgeworfen. Aber ihr seht, hier sind ziemlich viele, die gute Waffen haben. Deswegen habe ich am meisten nicht so viel zu tun. Nein, Schneebälle wollen wir hier. Falls ihr keine Waffen habt hier, die ihr übrigens bei diesem Ferengi kaufen könnt, die ich euch gezeigt habe, wo wir uns auch die Konsole geholt haben. Oder, nee, das Kit-Modul, nicht die Konsole. Da könnt ihr die Waffen holen. Oder, wenn ihr keine habt, Schneebälle nehmen und damit auf die Schneemänner werfen. Das macht ihnen auch Schaden. Gott, frag mich, wo die anderen sind. Ach, der hat mit dem geredet, okay. Die werfen mich hier dauernd ab. Nervt nicht. Was los mit euch, Leute? Wo lauft ihr rum? Hier geht's weiter. Hui, nicht zu schnell laufen. Weil auch hier schlittert man. Ziemlich stark sogar.
Er macht seinen Nebel, der macht schön Flächenschaden. Ich glaube, so eine Schneekanone muss ich mir auch nochmal holen. Kann man mit ihm eigentlich reden? Ich weiß nicht. Nee. Was hat er denn da so lange gemacht? Ja, an dieser Stelle respawnen die mehr. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, was das für einen Sinn haben soll. Aber ist ja egal. Und da kommen die nächsten. Nochmal so einen kleinen Flächenangriff. Und dann laufen wir hier rein. Denn hier. Lass mich durch. Gibt es noch einen Nebenboss, den netten Yeti. Ja, der ist jetzt sauer, weil wir in seine Höhle gelaufen sind. Will uns töten, dafür töten wir ihn. So. Dann werden die Candies hier aktiviert, wenn er tot ist. Normalerweise. Diesmal nicht, okay. Ich glaube, das ist ein bisschen random, ob die aktiviert werden oder nicht. Aber wohl diesmal nicht. Na dann, laufen wir mal weiter. Denn hier kommt schon der Endboss. Wir können unser Portal wieder setzen. Machen wir das doch mal. Ja, geht ziemlich schnell down. Wir haben hier ziemlich starke Mitstreiter am Start. Wie man sieht. Bams. Schon tot. Und das war die Instanz hier. Wir haben unsere Belohnung erhalten. Gut, dann können wir raus. Karte jetzt verlassen. Und dann sind wir wieder hier. Sind noch 5 Minuten. Gut, dann machen wir jetzt aber mal kurz so lange aus. B drücken einmal. Ich mag das nicht, dass jemand die Waffe rausholt. Egal. Gibt's einen Schneider, da könnt ihr euch umziehen. Ziemlich lustig eigentlich das Event. Aber erstmal machen wir Schluss. Oder Moment, ich zeige euch das nochmal. Mit den Marken. Ruf. Muss man aktivieren hier. Enterprise. Ach, wir können gar nicht, weil wir die Mission noch gar nicht abgegeben haben. Ich Schlaukopf. Wo ist denn der Typ jetzt? Da steht er. So, jetzt können wir es gleich beenden. Jetzt drücken wir U. Ruf. Bam. Weiter leisten. Hallo? Ah, jetzt. Hat wohl irgendwie geleckt. Gut,